Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Am vergangenen Dienstag hat sich der Verein Bierstadt zur jährlichen Mitgliederversammlung in Grellingen getroffen. Die Bilanz vom vergangenen Jahr ist durchaus erfreulich ausgefallen. Die Zusammenarbeit vom Verein Bierstadt in den einzelnen Arbeitsgruppen hat sich sehr, sehr entwickelt. Man hat das in den vergangenen Jahren hat man immer wieder ein bisschen Berührungspunkte gehabt, wo man nicht so gut geschlagen ist. Wir haben das aber mit einer Sitzung auch im letzten Jahr noch einmal zusammengekommen, noch einmal geredet miteinander, auch gerade über das Kommunikationskonzept und so weiter. Und jetzt hat das sehr, sehr gute Frucht getragen und man schafft gut zusammen. Die Wichtigkeit von der überkommunalen Zusammenarbeit ist auch vom Gastredner Isaac Gräber betont worden. Gerade wenn man an das Mobilitätskonzept von der Regionalplanungsgruppe denkt, wo aufgeleistet worden ist, wo jetzt in Mitwirkungsverfahren gegangen ist, wo wir jetzt auch noch durch weiter bearbeiten. Dann hat es in der Energieregion das Energiekonzept gegeben, wo man daran geschafft hat, oder? Wo auch noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber wo jetzt auch noch weiter vorantrieben wird. Und natürlich im Bierspark Landschaft, wo wir den digitalen Naturpfad entlang von der BS will umsetzen, wo wir das aufgeleistet will umsetzen. Das ist sicher so ein Leuchtturmprojekt, das wir jetzt letztes Jahr so umgesetzt haben. Es ist immer wieder toll, was die Arbeitsgruppen in der BS-Stadt schaffen, wie die Zusammenarbeit funktioniert, wie viele Projekte umgesetzt werden. Jetzt, das Jahr ist unglaublich, wie die Leuchtturmprojekte der BS-Park-Landschaft langsam zum Erscheinen kommen. Also jetzt die BS-Warten in Asch zum Beispiel, wo man wirklich auch Sachen kann anschauen kann. Also für mich immer wieder spannend, was in der BS-Stadt alles passiert. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hat sich im vergangenen Jahr signifikant verbessert. Mit der Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen in der BS-Stadt, gerade auch in den Printmedien oder eben auch im BS-Stadt-TV, ist die Akzeptanz vom Verein BS-Stadt sehr, sehr gestiegen. Also man tut die BS-Stadt wahrnehmen. Es gibt die Projekte, es gibt die Sachen, die die Bevölkerung auch sieht, oder, wo man kann greifen kann, wo etwas entsteht. Und das wird mittlerweile sehr geschätzt. Und das Logo von der BS-Stadt in den Printmedien ist immer vorhanden. Und das ist natürlich immer ein Wiedererkennungswert, oder? Was sind die anstehenden Projekte im kommenden Jahr? Wir haben die Leuchtturmprojekte von der Bierspark Landschaft Schänzli, wo Studien wird gemacht werden, veröffentlicht. Wir haben die Bierswarte, die jetzt auch schön begrünt wird in Asch, wo kommt. Und wir haben die Weihkette in Mühlematt, die jetzt auch noch fertig gemacht wird. Also es sind einige Projekte am Laufen. Dann haben wir das Mobilitätskonzept, das abgeschlossen wird von der BS-Stadt. Das kommt nachher in die Gemeinde, wird genehmigt. Und das ist nachher so ein bisschen zukunftsweisend. Bis 2040 arbeiten dann die Gemeinden dort an den Massnahmen. Das Präsidium geht als nächstes nach Inach. Was für eine Rolle spielt der Verein BS-Stadt für die Gemeinde? Gerade bei den Themen, die wir heute Abend gesagt haben, bei der Planung, oder in der Siedlungsplanung, in der Mobilitätsplanung, das ist sehr wichtig für uns, weil auch wenn wir dort die grösste Gemeinde sind, das können wir nie selber lösen, weil die Grenze der Gemeinde ist relativ rasch erreicht und dann geht es in eine andere Gemeinde, aber das kann man nur regional lösen. Und auch in der Energieregion wie auch in der Bierspark-Landschaft, genau gleich, das sind Themen, die man nur überkommunal machen kann. Was für Signale sendet die Zusammenarbeit vom Verein Bierstadt? Bierstadt hat gleich schon den Nutzen gesehen, dass die Gemeinden enger zusammenarbeiten, dass sie auch grösseres Gewicht haben gegenüber dem Kanton und doch als Laufental auch sich noch ein Stück abschneiden und noch besser werden, um auch noch stärker werden gegenüber dem Kanton. Was immer kommt,
Wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.